Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Sendung Tandem Tratsch. Heute sind wir zu Gast bei Professor Ernst Ludwig Leitner in seiner Wohnung hier in Salzburg. Er sitzt am Klavier, ein für ihn ganz wichtiges Instrumentarium, nämlich hier entstehen, hier und in Wels entstehen seine Kompositionen. Heute geht es um ein ganz besonderes Werk, das wir Ihnen vorstellen möchten. Es geht um eine CD, die wir im vergangenen Jahr aufgenommen haben. Sie sehen hier die eine Seite und hier das Porträt von Ernst Ludwig Leitner. Worum geht es in dieser CD? Ernst Ludwig Leitner hat sich Texte von Christoph Janatsch, einem unserer Hauptautoren in der Edition Tandem, angenommen. Und zwar aus dem Gedichtband Im Zweistromland hat Ernst Ludwig Leitner Texte ausgewählt und sie vertont für Klavier und Tenor. Und diese Texte sind unter dem Titel Störung durch Stille jetzt auf dieser CD zu hören. Dazu kamen noch Texte von Christian Morgenstern, die für Tenor, Klarinette und Streichquartett vertont worden sind unter dem Titel Notturno. Ich begrüße dich recht herzlich, Ernst Ludwig. Wie bist du dazu gekommen zu den Texten von Christoph Janatsch? Auf die Texte hast du mich gebracht. Mit der Frage, Janatsch hatte da einen runden Geburtstag, glaube ich, vor genau, zwei Jahren, ob ich da nicht was machen könnte, wollte. Ja? Und ich habe mir den Gedichtband Gedicht für Gedicht durchgelesen und bin draufgekommen, dass es da also viele Dinge gibt, die mir bekannt waren. Es gab vor 20 Jahren etwa, nein, ein bisschen mehr, ein Festival bei uns in Oberösterreich, das hieß Nachsommer, nach Adalbert Stifter. Und ich war damals in diesem Festival involviert, das hat der Martin Sieghardt, damals Dirigent, Chefdirigent des Bruckner Orchesters, initiiert. Und da stand natürlich einerseits Stifter im Zentrum von den Texten her und das war ganz interessant, grenzübergreifend in Oberösterreich, das heißt im Mühlviertel, genau in der Gegend, ja, in dieser Stiftergegend und im Böhmischen drüben, also das Konzert in Grumau, Budweis und das hat mich natürlich sofort erinnert. Und ich bin da aufgesprungen, ohne mich viel einlesen zu müssen eigentlich und dann so Texte wie das Entrollen des Fahrens, Störung durch Stille, ja, unterwegs mit Adalbert, die finde ich also wirklich ganz schön. Und mein Vorschlag war ja, diese Störung durch Stille als Titel zu nehmen, im Einverständnis mit dem Christoph Janatsch. Janatsch. Ja. Und wie bist du dann rangegangen? Hast du schon beim Lesen eine Idee gehabt, wie du das umsetzt? Die Morgenstern-Gedichte sind ja mit Streichquartett. Hier haben wir eine sehr, sehr noch reduziertere Form mit als klassische Gesang-Ganz-Glied-Form. Bei mir ist es immer so, ich halte Kontakt mit den Interpreten. Ich habe als erstes den Daniel Johansen gefragt, möchtest du das überhaupt singen? Ja? Und ich kenne ja seine Stimme, also jetzt fast, auch schon fast, naja, nicht 20 Jahre, aber doch 15 mindestens. Und ich höre ihn quasi singen, ja, und da weiß ich, was ihm liegt und da stellen sich die Gedanken eigentlich fast automatisch ein. Ich fange dann erst an, wenn ich eine Idee habe. Also ein Text muss mir schon irgendwo anspringen. Ich darf nicht denken, was könnte ich denn machen oder was wäre denn interessant, das funktioniert bei mir nicht. Also ich muss einen Text lesen, so, jawohl. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, beim Lesen eines Textes hast du schon eine erste Idee. In dem Fall war es ganz klar für dich, dass es eine klassische Form wird, die klassische Liedform, also eine Stimme mit Klavierbegleitung. Und da ist das sofort der Daniel Johansen eingefallen. Ja, natürlich, unter anderem. Aber er hat bei mir eine wichtige Partie gesungen in der Oper Die Sennenpuppe. Dann haben wir eine Sinfonie für zwei Stimmen und Orchester zusammen gemacht. Dann hat er beim Wettbewerb, internationalen Mozart-Wettbewerb, einen Sonderpreis für Lied gemacht. Und da war natürlich ich auch vertreten und 84 Sänger aus allen
Teilen der Welt mussten da diese Texte singen. Und also ich habe ihn gekannt und habe gewusst, also erst einmal wird er immer besser. Und also von einer Textdeutlichkeit, und er ist einfach gescheit, er geht jeden Beistrich nach und hinterfragt den, ob der da richtig ist. Ich habe aber dann den Christoph Janatsch auch gefragt, also ob der Beistrich oder Bindestrich gerechtfertigt ist und warum. Ja, also wir haben das wirklich ziemlich intensiv durchgeackert. Und der Daniel hat sofort dann zugesagt. Er hat sofort zugesagt. Ja. Und das merkt man auch, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, weil wer an diese Sachen rangeht, an die Texte, das ist ja unwahrscheinlich toll. Man hört es auf der CD, er ist ja auch eine traumhafte Aufnahme dann geworden. Ja. Er setzt sich ja in einer Differenziertheit mit dem auseinander. Unglaublich. Wobei natürlich, und Intensität, ja. Ja, wobei natürlich auch dazu kommt, dass es ja dir auch gelungen ist, ja jeden Text irgendwie anders auch in der Färbung anzulegen und wirklich hier den Text auch zur Gestaltung zu bringen. Also nicht nur, dass die Musik und der Text irgendwie zusammengeführt werden, sondern das ist eine Symbiose, die fantastisch ist. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass es da eine Dramaturgie gibt, nicht? Also der menschlichen Stimme sind Grenzen gesetzt, was Tempo anlangt, nicht? Dass man das auch versteht. Und also rasend schnelle Stücke gibt es dann nicht wirklich. Nicht? Mhm. Und eine Reihe von Liedern, alle im gleichen Tempo, das finde ich langweilig. Nicht? Also man muss da eine gewisse Dramaturgie entwickeln, beziehungsweise ich habe dann sogar ein Intermezzo eingefügt, um quasi ein bisschen Abwechslung zu erzeugen. Dass man Luft hat zum Atmen beim Zuhören. Ja. Das also auch nicht zufällig. Ja. Es gibt ja in diesem Gedichtband von Christoph Janatsch den Text Gewitternacht, wo er Bezug nimmt auf Alfred Kopin. Ja. Und ich bin ein alter Kopin-Fan und ich habe also vom Pfarrer Samhaber, der seinen Nachlass verwaltet hat, so einen dicken, nicht Band, das war eine ungebunden, unveröffentlichte Drucke. Ich meine, nicht wahnsinnig wertvoll, aber offenbar hast du Kopin nicht für gut genug befunden, es herauszugeben. Man kann ihn nicht mehr fragen, ich weiß nicht warum. Obwohl, ich hab's. Wunderbar. Und ich habe also zu Kopin da also wirklich seit meiner Matura eigentlich ein nahe Verhältnis. Und ungefähr zeitgleich, wie du mich gefragt hast, wegen dieser Texte, habe ich eine alte Ausgabe in einem Antiquariat in Linz erworben, das heißt ein neuer Totentanz, also ja, glaube ich, 34 oder so, ja. Und da habe ich Bezug genommen, also der Tod und das Mädchen. Das wird dann auch zitiert. Das ist etwas, was ja bei dir immer wieder mal vorkommt, dass du andere Kompositionen, andere Komponisten zitierst. In diesem Fall hast du ja zum Beispiel Tod und das Mädchen Anspielung genommen. Und auch ganz, ganz stark beim letzten Stück, Mauthausen, hast du ja dann den Mozart eingearbeitet. Ja, genau. Also beim Erzählen kommt mir jetzt schon die Gänsehaut, wie toll das dann umgesetzt worden ist, von dir einerseits in der Komposition und dann ganz, ganz fantastisch von den beiden Musikern. Ja, das war schon toll, ja. Ja. Und wie kommt man auf die Idee, dass man dann andere einfach mit einbezieht? Naja, Kopin habe ich schon gesagt. Ja. Nicht? Und im Notturno gibt es diesen Text aus dem Evangelium zum Ostermontag, bleibt bei uns, denn es will Abend werden. Ja, da gibt es ja eine gleichnamige Bach-Kantate. Und ich habe so toll gefunden, dass der Christian Morgenstern auf den Evangeliumstext Bezug nimmt. Ja, das, was man aber gar nicht vermutet, weil unter Christian Morgenstern stellt sich jeder irgendwelche witzige, vordergründige Geschichte vor. Der Morgenstern nimmt Bezug also auf das Evangelium. Das Evangelium liegt bei Bach zugrunde in der Bach-Kantate, also war es naheliegend, die Bach-Kantate zu zitieren. Aber ich mache das immer so, ich bereite quasi das Zitat vor und das kommt dann meistens zum Schluss. Also nicht plump, also gleich, dass jeder
mitbekommt, ja? Mitbekommt, sondern dass man. Hallo, das kenne ich auch nicht. Und das ist nicht ein einfaches Plagiat, sondern es ist speziell damit gespielt. Es ja, ist auch so, mit meiner Tonsprache, die ja eigentlich ziemlich serielle ist. Also da gibt es also keine zufälligen Töne. Mhm. Ich unterteile die Oktave also mathematisch, so wie der Messiaen. Und wenn es halt in einer Skala kein G gibt, dann kommt der Ton G einfach nicht vor. Mhm. Ja? Mhm. Er kommt dann vor, wenn ich ihn will, dann muss ich aber irgendwo, ähnlich wie in der traditionellen Musik, so quasi dorthin modulieren. Das klingt sehr konstruiert, ist es aber nicht, oder? Nein, es ist schon, aber für mich ist der Richter immer das Ohr. Mhm. Also ohne Hirn geht es nicht, aber ich finde, man soll es nicht merken. Ich meine, das ist ja klar, dass Musiker sehr viel mit Mathematik zu tun hat und wir Mathematiker und Musiker sind ja oft ident. Und für dich ist es auch ganz wichtig, diese Reihen zu definieren, aber gleich, letztlich entscheidet das Ohr. Ja, und ich lege überhaupt keinen Wert darauf, dass der Zuhörer das merkt. Mhm. Überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich empfinde es als Kompliment, wenn das nicht merkt. Mhm. Ja? Also ein anderes Beispiel, vor Jahren habe ich einen Liederzyklus nach Texten von der Roswitha Zauner gemacht und also quasi Texte, das waren vier Haikus, ganz streng von der Literatin also gearbeitet und vier freiere, also ich habe die also Chansons genannt, ja, und die vier habe ich in Reimtechnik, also Zwölftontechnik gearbeitet und die wurden produziert und beim Rundfunk und die Aufnahmeleiterin hat gesagt, nachher, ich habe das gar nicht gemerkt, dass das eine Zwölftonmusik ist, habe gesagt, na danke, genau das wollte ich. Ja, und 12 ist ja auch eine Situation, die ja bei den Haikus ja eine Rolle spielt, nicht? Mit 7 und 5, ja. 7, nicht? Das passt dann gut zusammen. Bei der Auswahl des zweiten Zykluses, bei Morgenstern, ja. Gedichten, wie bist du da vorgegangen? Da gab es einen äußeren Anlass. Der erste war der Daniel Johansen und der Klarinettist, die sich kannten von der Sennenpuppe, haben mich gefragt, ob ich nicht für die beiden etwas schreiben würde, also wo Klarinetten vorkommen und wo Streichquartett vorkommt und Tenor. Und das war dann die Besetzung. Mhm. Ja. Und ich habe das schon einmal gemacht, da gibt es einen Zyklus nach Texten von Josef Weinheber, das war so um 95 herum. Und das ist also jetzt der zweite Zyklus in der gleichen Besetzung. Mhm. Also fest stand einmal der Dani Johansen und der Klarinettist. Die Besetzung, zwangsläufig, ja. Und meine Frau und ich waren zu dieser Zeit in Bad Dreikirchen in Südtirol. Mhm. Das ist ein ganz kleiner Ort, also kurz vor Bozen, man fährt ab in Klausen, dann so auf 1500 Meter rauf. Und dort ist ein zauberhafter Ort, der heißt Bad Dreikirchen. Es gibt dort drei Kirchen, drei gotische Kirchen, die ineinander gebaut sind. Mhm. Man weiß nicht warum eigentlich, echte gotische Kirchen. Ja. Und ein Wirtshaus und ein Mesnerhaus, das ist der ganze Ort. Das ist so ein Streudorf, es gibt natürlich schon ein Bauernhöfe rundherum, aber der eigentliche Ort besteht nur aus der Kirchen und Wirtshaus und Mesnerhaus. Ja. Und der Christian Morgenstern hat dort seine Frau kennengelernt in diesem Ort und dort geheiratet. Und die haben eine ganz tolle Bibliothek. Und da habe ich wieder geschmökert und dann hat der Dani gesagt, er hätte einen Wunsch. Ich glaube, er hat mir Eichendorf oder Mörike Texte vorgeschlagen, habe ich gesagt, mit Verlauf, ich hätte auch einen Wunsch, nämlich Morgenstern, weil ich habe mich jetzt gerade beschäftigt, dort an Ort und Stelle. Ja. Und das ist fantastisch, dass man hier jetzt über die Musik, über deine Musik, den Morgenstern jetzt einmal ganz anders erlebt. Und auf der CD ist es ja auch so, dass wir die Texte zunächst gelesen bekommen. Ja. Zunächst haben wir die Texte pur, wenn man so will. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, sie dann mit deiner Musik vertont zu hören.
Wobei, manchmal fragt man sich, es wäre gar nicht immer notwendig gewesen, weil, der Dame so deutlich so spricht, deutlich so deutlich artikuliert. Aber trotzdem ist es sehr, sehr gut, wenn man es immer wieder auch vorgelesen bekommt und nachdenken kann. Das ist einfach fantastisch. Morgenstern als so ernsthafter Dichter ist den meisten ja gar nicht bewusst. Ich mag eigentlich nur diese, diese ernsten Gedichte, die Geigenlieder und so, ja, ich meine, das ist sicherlich großartig gemacht, aber es ist nicht unbedingt mein Geschmack. Ja, und es ist dir da gelungen, eben auch wiederum mit Einsprenkeln von, in dem Fall von Bachscher Musik, hier ganz spezielle Möglichkeiten des Ausdrucks zu finden. Wenn wir noch ganz kurz auf die Musiker zu sprechen kommen, es ist ein tolles Ensemble, das du dann auch gefunden hast, rund um deine Tochter Gundula, sind es Musiker, die im Wesentlichen ja beim Westdeutschen Rundfunk da angestellt sind, beim Sophia-Symphonieorchester des WDR in Köln. Deine Tochter hat jetzt mittlerweile sogar eine Karriere gemacht, die ist jetzt in London, in Covent Garden. Ja. Also es sind fantastische Musiker, die mehrfach prämiert sind. In dem Booklet zur CD kann man nachlesen, wer die jungen Musiker und Musikerinnen da sind. Und allein das ist schon eine Freude, denen zuzuhören. Und für mich war es eine besondere Ehre hier, dich gewinnen zu können, dass du dich eingelassen hast auf die Texte von Christoph Janosch. Auf Gegenseitigkeit. Das ist schön, wenn dieses Kompliment von dir zurückkommt. Und wie gesagt, Christian Morgenstern mit der Assoziation zu Südtirol und die Dichte von Christoph Janosch mit dem ganz, ganz starken Bezug zum Böhmerwald, zum Mühlviertel im Zweistromland, bezieht sich auf die Gegend zwischen Moldau und Donau und eine Gegend, die Christoph Janosch in den verschiedensten Werken vor allem gedichtmäßig beschrieben hat und die dir offensichtlich auch sehr vertraut ist, diese Gegend. Ja, das ist richtig. Und offensichtlich ist eine Kraft da drinnen. Nicht nur, dass man die wandelnden Steine spürt, die bei Stifter eine Rolle spielen. Und wenn man vor denen steht, dann merkt man schon, was für urtümliche Kräfte hier mal gewirkt haben müssen. Und die übertragen sich dann auf kreative Köpfe wie den Christoph und wie auch für dich. Ja, ich habe das also wirklich genauso empfunden. Die Texte, die haben eine Schwere und das ist nicht um des Textes willen, oder wie es beim Morgenstern heißt, um des Reimes willen. Die haben eine unglaubliche Aussage und dem Dani Johansen hat es auch so gefallen. Der war begeistert von diesen Texten, weil die einfach ja. Aufgenommen worden sind sie auch im Mühlviertel, im Studio Weingarten. Und, Weinberg, ja. Und wir werden Ihnen jetzt Kostproben noch zuspielen, damit Sie selber dann auf den Geschmack kommen, sich diese CD zu erwerben. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, aber du möchtest uns noch was sagen? Eine kleine Korrektur. Ja? Meine Tochter Gundula macht das Trial im Covent Garden. Also sie ist noch nicht fix engagiert, wir hoffen es, aber sie macht das Trial, weil sonst kriege ich geschimpft, wenn ich das nicht sage. Dann wünsche ich mir alles Gute, weil ich habe schon im Gespräch mit ihr schon den starken Wunsch gespürt, dass sie gerne dort in diesem Ensemble weiterspielen möchte. Und sie ist eine fantastische Cellistin. Ja, recht herzlichen Dank. Und Ihnen Vergnügen ist und Spaß sind nicht die richtigen Ausdrücke, um das zu vermitteln, was durch deine Musik auf uns rüberkommt. Ja, einen unwahrscheinlich tiefen und intensiven Hörgenuss wünsche ich Ihnen jetzt, wenn Sie die Musik von Ernst Ludwig Leitner hören, zu Texten von Christoph Janosch. Ich möchte mich wieder von Ihnen verabschieden und auf die nächste Sendung hinweisen, zur gewohnten Zeit, Freitag 18.30 Uhr. Dann werde ich mit Ivana Jeising ein Gespräch über ihre Trilogie, drei Frauenromane sprechen. Wir werden dieses Gespräch bei ihr zu Hause in Berlin führen. Für heute sage ich Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und mit lieben Grüßen aus der Edition Tandem in Salzburg. Guten Abend.
des Flusses. Yeah.
es ist kein Wahn und hat keinen Sinn und die Namenlosigkeit bezeichnet die Mehrheit der Verschwundenen. Zu unseren Füßen das das dampfende Vorland. Unter unseren Füßen die Staub gewordene Zeit. Wer weiß, worüber wir sonst noch gehen. Mauthausen. Ein Versuch in drei Anläufen. 1. Die Anhöhe hinauf. Im Rücken die träge Schlange des Flusses. Ein müder Glanz, der keine Weite schafft. Am Ufer das ahnungslose Ensemble schmucker Häuser von Marktplatz und Promenade. Weiter. Je höher wir kommen, desto tiefer die Schatten. Was kann schon die Sonne ausrichten gegen eine Nacht, die aus Gemäuern steigt? Bevor wir sie sehen, halten wir inne. Bilder im Kopf. Die wollen eingelöst werden. Eine falsche, verschwörerische Währung. Und umkehren gilt nicht, galt hier noch nie. Es gibt Orte, kontaminiert von Geschichte, von der es keine Erlösung gibt. Dieser ist einer. 2. Mauer, Stiege, Ofen, Turm. Der Schrecken hat seine Sprache, das Unbegreifliche seine Wörter. Es sind unschuldige Wörter, die wir jeden Tag gebrauchen. Eine hilflose Sprache, die zu verstehen nicht hilft. Wult wäre besser als Welt, hieß es einmal. Was würde das ändern? Die Erdlöcher, Höhlen und Gräber öffneten sich dennoch nicht und nicht kehrten die Toten zurück ins Leben. 3. Die Anhöhe hinab. Im Rücken der Stein und Beton gewordene Wahnsinn. Wieder eines jener falschen, nutzlosen Wörter. Es ist kein Wahn und hat keinen Sinn.
und die Namenlosigkeit bezeichnet die Mehrheit der Verschwundenen. Zu unseren Füßen das matte Silber des Flusses, das dampfende Vorland. Unter unseren Füßen die staubgewordene Zeit. Wer weiß, worüber wir sonst noch gehen.